Schön, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen. Heute geht es um ein Thema, das sicherlich ganz viele beschäftigt. Und zwar darum, dass Medikamente tatsächlich gefährlich sein können. In Deutschland sterben offiziell etwa 16.000 Menschen an den tödlichen Nebenwirkungen von Arzneimitteln. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen. Die Kombinationswirkungen sind hierbei überhaupt nicht berücksichtigt worden. Je älter Menschen werden, desto mehr Medikamente nehmen sie zu sich. Vor allem wegen Schmerzen, Altersdiabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und auch wegen Herzerkrankungen. Obwohl diese zum großen Teil auf die Lebensweise zurückzuführen sind. Einfach und bequem muss alles sein, auch die Behandlung von Krankheiten. Und das scheint mit Tabletten schneller zu gehen, als sich auf die Veränderungen in der Lebensführung einzulassen. Aber der Preis dafür kann sehr hoch sein. Das zeigt ein aktueller Fall aus meiner Praxis. Da kam eine Patientin wegen extremer fibromyalgieartiger Schmerzen, die sie seit 9 Jahren hatte. Sie hatte eine Odyssee von Arztbesuchen hinter sich. Endstation waren morphinhaltige Schmerzpflaster, die aber statt Linderung Antriebsarmut und extreme Darmträgheit verursachten. Die Medikamentenliste zeigte, dass sie ein fettsenkendes Statin einnahm, also um das Cholesterin zu senken. Diese Medikamentengruppe ist einer der meistverordneten bei erhöhten Cholesterinwerten und hat als Hauptnebenwirkungen Störungen des muskulären Stoffwechsels bis hin zu schwersten Schmerzzuständen. Denn hier wird nicht nur die Eigenproduktion von Cholesterin gehemmt, sondern auch die Produktion eines extrem wichtigen vitaminähnlichen Stoffes, nämlich des Q10. Die Auswirkungen können dramatisch sein. Q10 ist lebensnotwendig für unsere Energieproduktion. Ein Mangel kann eine Einschränkung der Gesamtfunktion unserer Körperleistung und damit unterschiedlichste Krankheitsentwicklungen nach sich bringen. Die beschriebenen Begleiterscheinungen wie Abgeschlagenheit und Beeinträchtigung des gesamten muskulären Stoffwechsels bis hin zu Herzmuskelschwäche und natürlich auch ganz normale Muskelschmerzen sind eine ganz natürliche Reaktion des Körpers, wenn eben Q10 auch fehlt und wir nicht genügend Energie haben. Das ist keine Glaubensfrage, sondern das ist reine Biochemie. Daher ist es für mich zusätzlich noch unverständlich, weshalb diesem Arzneimittel nicht automatisch wenigstens dann Q10 hinzugefügt wird, um die durch diesen Mangel häufig verursachten Nebenwirkungen zumindest diese dann zu verringern. Tja, wie war es denn, nachdem diese Patientin ihre Ernährung für eine bestimmte Zeit auf vegane Heilkost umgestellt hat, begannen die Fettwerte auf natürliche Weise einfach zu sinken. Das Medikament konnte abgesetzt werden und siehe da, diese Maßnahmen waren grandios. Zusammen mit noch Bewegung hatte diese Patientin innerhalb von 8 Tagen keine Schmerzen mehr. Schmerzfreiheit. Es ist eigentlich unglaublich, wenn man überlegt, dass sie 9 Jahre lang gesucht hat. Bitte lassen Sie Ihre Medikamentenliste von Zeit zu Zeit überprüfen. Oft sammeln sich auch Kombinationen an, die dringend vermieden werden sollten. Vor allem deswegen, weil die Beipackzettel nur die Nebenwirkungen der einzelnen Medikamente zeigen und nicht eventuell viel gravierendere Nebenwirkungen der Kombination, die mit der Anzahl der verschiedenen Arzneimittel überproportional zunehmen können. Also, es sollte immer überprüft werden, ob die Symptome, die Sie haben, eventuell eine Nebenwirkung Ihrer Arzneieinnahme ist. Dann gibt es irgendwelche Kombinationen, die nicht gut sind. Und vor allen Dingen, wenn Sie unter Schmerzen leiden und Sie zu einem hohen Cholesterinwert haben und ein cholesterinsenkendes Medikament einnehmen, dann denken Sie daran, dass bis zu einem Drittel der Personen, die dieses Medikament einnehmen, tatsächlich unter Muskelschmerzen leiden, nämlich unter wandernden Muskelschmerzen, genauso wie es bei der Fibromyalgie im Übrigen beschrieben wird. Also gucken Sie genauer hin, versuchen Sie die Ernährung umzustellen und ob Sie nicht
auf natürliche Weise ihre Fettwerte reduzieren können. Es geht unglaublich einfach und schnell und sie können das innerhalb von wenigen Wochen, 2, 3 Wochen schon feststellen, was bei Ihnen passiert ist. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, natürlich freue ich mich, wenn der Daumen nach oben geht und wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Und gerne auch, wenn Sie Ideen haben, Fragen haben, dann schreiben Sie es mir doch einfach in die Kommentare unten rein. Ich freue mich darüber und beantworte die Fragen dann immer mal wieder zwischendurch. Dankeschön!